Cheerio. Bonjour. Bonjour. Hola. Hola. Willkommen zurück bei Phantasmagoria 2, Labor des Grauens. Wobei die 2 gar nicht im Titel eigentlich drin ist. Moment, lass mich mal schon auf die CD-Packung schauen. Nein, definitiv keine 2. Ist das noch ein riesiges Spiel? Ja, richtige, also, ich meine, die Cases, die Hüllen. Jewel Cases, ja. Da musst du später CD wechseln. So, wir machen weiter. Aufgehört haben wir, glaube ich, noch bei Wintech, also in der Firma, wo unser Protagonist arbeitet. Wie immer, nicht vergessen, ihr seht Mauszeiger nicht, was aber nicht schlimm ist, und ab und zu der Sound knackt ein bisschen, was auch nicht schlimm ist. Ich komme mir gerade so vor. Egal. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, ob du die Fischerkohle wieder auf die falsche gelegt hast, weil ich sie vorher unten nicht gesehen habe. Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Das sehe ich jetzt auch. Also. Ich nehme an, weiter ist es. Ich nehme es auch an, ja. Genau, nee, wir waren sogar Traumbaum. Aber ich glaube, da können wir momentan nicht viel machen. Wir können, glaube ich, die Speisekarte angucken. Genau. Kaffee. Einheimisch und ausländisch. Nein, so viel Hunger habe ich nicht. Grüß dich, alter Junge. Vermissen dich die anderen Lohnsklaven in der Galeere nicht? Kann sein. Ich war nur so K.O., dass ich eine Auszeit brauche. Das kann ich dir nachfühlen, glaub mir. Manchmal hätte ich Lust, dem nächsten Arsch, der reinkommt, einfach einen Cheeseburger reinzudonnern. Ach, du hast echt das Talent, einen aufzuheitern. So. Ich glaube, hier kann ich nicht mehr viel machen. Du kannst es nur angucken halt. Richtig, aber das war's dann, glaube ich, schon. Mit dem kannst du nicht mehr labern. Okay, dann kannst du das entweder heim müssen oder auf Arbeit nochmal. Schauen wir zuerst mal heim. Was war denn jetzt das? Das verstehe ich aber auch nicht. Okay, das verstehe ich auch nicht. Sah jetzt aber lustig aus. Warte mal, habe ich nicht eine Telef... Nee, die habe ich noch nicht. So viele Minwetter hast du halt allgemein noch nicht. Blob! Nochmal Spiegel. Wer es nicht mehr weiß, das war seine Mutter, die hat sich nämlich damals eben erhängt. Was ihm, glaube ich, auch erst vorher aufgefallen ist, ne? Weil er ja immer gesagt hat, sie hat ihn und seinen Vater verlassen oder irgendwie sowas, ne? Er hat sich zumindest wieder dran erinnert, ja. Ja. Gut, ich glaube, wir schauen einfach nochmal nach Wintech. Irgendwas muss ja noch zu tun sein. Richtig, das ist zum Glück so ein Spiel, oder was heißt zum Glück, leider so ein Spiel, wo man einfach ständig auch alte Stellen nochmal erkunden muss, damit man überhaupt rausfindet, oder deshalb da passiert dann mal plötzlich was an Stellen, wo man schon war. Wie hier zum Beispiel. Nee, doch nicht. Da waren wir jedenfalls schon mal. Mhm. Da ist ja dieses... Doch. Oh. Oh, hi Therese, wie geht's dir? Oh. Ich bin geil. Wie bitte? Oh, du hast schon verstanden. Reden wir nicht drum herum, Curtis. Ich finde dich sehr attraktiv. Hör zu, Therese, ich habe eine Freundin, die... Das ist mir egal, verstehst du? Ich will auch nicht nur mit dir tanzen gehen. Ich will dich ganz. Ich will dein Fleisch. Ich will deinen Schweiß. Jetzt wissen wir Bescheid.
Und noch, auch nochmal zur Erinnerung, für die, die die alten Teile, die die ersten drei noch nicht gesehen haben, was ihr übrigens solltet, das war seine geheime Verehrerin, eine Arbeitskollegin, und die steht auf ihn, wie man unschwer erkennt, obwohl er mit der anderen Arbeitskollegin zusammen ist. Gut. Was hast du denn für einen Tabak drin? Kirsche. Kirsche. So, Wintec. Da waren wir fast ausschließlich das letzte Mal. Das sollte sich aber bald ändern. Also in der Anfangsphase rennt man hier relativ häufig rum. Aber langweilt euch nicht. Das wird noch besser. Oh ja. Therese, ich hab nochmal nachgedacht über das, was heute passiert ist. Ich mag dich sehr, ehrlich, aber ich kenne da bitte jemanden, der... Curtis. Hör einfach auf die Sprache des Fleisches. Dann weißt du, was du tun musst. Den mag ich nicht. Er mag mich auch nicht. Oder den Curtis. Bob, ich habe das Dokument wiedergefunden. War ein etwas kindischer Spaß von dir. Ich weiß nicht, wovon du redest. Was kann ich dafür, wenn du Dateien verschlammst? Na schön, wie auch immer. Tu das nie wieder oder du wirst es bereuen. Oh, das war eine Drohung. Ich schlottere vor Angst. Fettsack. Ich weiß nicht, ich mag den Curtis irgendwie. Ey, Curtis ist eigentlich relativ sympathisch, ja. Also, ja. Auf mich wirkt er zumindest sehr sympathisch. Hm. Das ist eine alte, ne? Genau. So, die sagt aber nichts. Sagt der andere was? Deine Vorarbeit oder was das war? Nee. Das sagt nichts. Das ist deine Vorarbeit, ne? Richtig, ja. Oder mein Teamleiter möchte ich es eher nennen. Ich kann mal schauen, vielleicht geht noch was an meinem Platz. Ah genau, Blob war mein Passwort. Seine Ratte. Du könntest dann versuchen halt nochmal durchzurufen an den Telefonnummern, ne? Ach du Scheiße, haben wir da... Das haben wir alles schon durchgelesen, Vögel war das Neueste. Bisschen arbeiten. Okay, da passiert nichts. Ich brauche mich eigentlich gar nicht ausloggen, ich kann einfach vom Rechner weggehen. 6996, vielleicht nochmal beim Chef anrufen. Okay, nein. Ne, ich glaube rumrufen muss ich vielleicht beim Trevor noch, weil der wieder einen Feierabend macht. 6125. Sagte wahrscheinlich, ich sollte ihn nicht stören. Ja, wie das letzte Mal. Ja. Puh. Ja, wie ihr seht, es ist nicht komplett nicht blind. Falls das jetzt verständlich ausgedrückt war. Halb blind. Ausweis. Hey Trevor, ich weiß, dass deine Sicherheitseinstufung höher ist als meine. Warst du schon mal in einer von diesen Sperrzonen? Um Gottes Willen, nein. Und ich reiß mich auch gar nicht drum. Mann, da unten züchten sie wahrscheinlich 2 Tonnen schwere Hamster oder irgendetwas in dem Stil. Ja, Sicherheitseinstufung. Das haben wir alles schon gehabt, glaube ich, ne? Ja, nett, dass es mehrfach geht, das wäre natürlich auch unschön.
alles mal durchprobieren. Nochmal alle Items, ja. Der Chefetür ist zu. Das Rumgesuche geht weiter. Was ja nicht schlimm ist. Wir sind ja auch in einem Rätselspiel. Ja, aber das, ich hab's in Erinnerung, dass es nur am Anfang wirklich so schlimm ist. Danach geht es immer recht geschmeidig voran. Vielleicht kann man das jetzt so eine Art Tutorial verstehen, aber ich glaube, wer es bis dahin noch nicht rausgefunden hat, wie das Spiel funktioniert, der wird es niemals kapieren. Nee. Und die Tür drüber kannst du ja nicht rein, oder? Ach, das ist die von Warner wieder. Won't budge. Ja. What to do? Gut, ist bloß das hier. Ah, er geht wieder. Ist das, was ich meine? Das geht jetzt plötzlich. Schon wieder hier? Ich frag mich, wie du deiner Ratte ein Leben ins Aus- und Braus ermöglichen kannst, wenn du immer hier rumhängst. Ich hab dem verdreckten Biest ja gesagt, es soll sich einen Job suchen, aber es hört nicht auf mich. Offene Worte. Das war's schon? Ja, das war's hier. Ich habe das Gefühl, ich brauche was anderes. Was war denn das nochmal, was ich für die kleine Tür hinter den Monitorkisten gebraucht habe? Schraubenzieher hat ja nicht funktioniert. Das weiß ich nicht mehr. Ah, irgendwo riecht es mich jetzt gerade ein bisschen auf. Weil es echt jetzt bloß doofes Rumgelaufe ist. Also ich denke mal, wenn wir jetzt wirklich nicht unbedingt weiterkommen und in den nächsten Videosequenzen schon wirklich weitergehen, das mal einfach überspringen. Was in meinem Arbeitsplatz vielleicht? Das ist eine gute Frage, probier's aus. Kann ich mich eigentlich nochmal selber anrufen, was da ist? 6100? Ja. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt alles ausgereizt. Da komme ich noch nicht rein, da brauche ich ein Passwort für das Archiv. So, Jocelyn. Okay. Nochmal auf die Arbeit klicken oder so? Das probieren wir mal ganz schnell aus. Weil eigentlich müsste der doch dann sagen, oh, ich mach jetzt Feierabend. Oder sowas in der Art. Ja, genau. Jetzt geht's da weiter. Hm. Na toll. Ich glaube, ich verschwinde. Ab jetzt wird's interessant. Also jetzt hat er aus. Ich glaube, die sind auch nicht mehr da. Genau. Ja. Feierabend. Ab in den Traumbaum. Hey. Hi. Schön, dass du da bist. So, was darf's denn sein, Monsieur Dame? Das gleiche wie immer? Sandwich mit gegrillter Peperoni, Honig und Käse für ihn und den vegetarischen Hamburger für die Dame. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ja, ich auch nicht. Wie wär's mit zwei von deinen berühmten doppelten Schokoladenshakes? Geht's klar, Boss. Oh, er kocht es auch noch. Berühmter Schokoladenshake. Na, Liebling, wie war dein Tag? Oh, ziemlich viel Ärger. Oh.
Landen die nicht gerade schon auf dem Tisch? Weißt du, Curtis, ich will immer für dich da sein dürfen und ich will dir helfen, wenn es dir mal nicht gut geht. Das wäre einfach wichtig für mich. Du bist doch immer für mich da. Ich weiß nur, ich will einfach... Am liebsten würde ich immer um dich rum sein, das ist alles. Knuffig. Was ist mit dir, Joss? Curtis, ich weiß, am Anfang unserer Beziehung haben wir uns gesagt, das ist nichts Ernstes, nichts Verpflichtendes. Und dahinter stand ich auch, das musst du mir glauben. Nur, irgendwann hat sich etwas verändert. Ich liebe dich, Curtis. Ich hab nicht vor, dich zu bedrängen oder sowas. Ich will einfach nur bei dir sein, nur... Ich will einfach bei dir sein. Romance Blocker. War das die Rechnung? Erinnerst du dich noch an den Abend im Park? Mein Gott, war das heiß. Wir hatten altes Brot mitgenommen für die Enten. Und dann sind sie alle zu uns rübergeschwommen. Ich wusste nie, wie viel von den Dingern in so einen Teich reingehen. Und du? Du bist vor ihnen getürmt. Ja, die wollten mich auffressen. Und danach, als wir sie endlich los waren? Das weiß ich auch noch. Apropos Essen. Durch die Hitze war deine Haut weich wie eine Pflaume. Genau, wir haben uns ein Versteck unter einem Baum gesucht und sind jedes Mal zu Salzsäulen erstarrt, wenn jemand vorbeikam. Ich hörte dich atmen und stöhnen. Junge, Junge, war das sexy. Du warst so erregt, dass du es fast nicht ausgehalten hast. Töte die Hure einfach. Töte sie genau wie deine Mutter. Ja, jetzt wird's interessant. Das war er, ne? Ja. Zumindest hat er ausgeschaut wie er. Und übrigens, schaut euch den nächsten Part an, weil das wird wahrscheinlich jetzt der erste gleich zu Ende sein. Da geht's richtig rund. Curtis, geht's dir nicht gut? Ich... Tut mir leid, Joss, ich fühle mich schon den ganzen Tag nicht so besonders. Hör mal. Wenn du willst, komme ich heute Abend zu dir. Vielleicht geht's dir dann besser. Ja. Ja, das klingt gut. Lass uns verschwinden, okay? Wie du willst. Muss man auch erstmal drauf kommen, die Brieftasche mit der Rechnung zu verwenden. Dunk. Hä? Viel Glück, Curtis. Wenn du wieder mal Probleme hast, ruf diese Frau hier an. Die hat was auf dem Kasten. Aha, das war der Typ aus dem Intro. Das ist der Irrenanstalt. Komm rein. Ich habe ausnahmsweise meine Wohnung in Ordnung gebracht. Ja? Und wo hast du den Bagger versteckt, nachdem du fertig warst? Du siehst wirklich süß aus, Joss. Ja, du denkst, das weiß ich nicht. So ein bisschen reden. Was?
denkst du, Joss? Du weißt es. Ich liebe dich. Romantisch. Na, das war doch ein schöner Abend.